Und damit sind es nur noch 2 Minuten bis zu Nintendo Direct E3 2019. 40 Minuten soll die gehen, Leute. Ich werde darauf jetzt live reacten. Zwar nicht in Form eines Livestreams, sondern als Video, was ich später hochlade, was sich dann jeder gerne anschauen kann. Was ich so erwarte, das habe ich ja schon im Mario Kart 8 Online-Part gesagt. Denn der kam heute. Diese Reaktion soll dementsprechend auch am 11. Juni 2019 kommen, wo halt die E3 von Nintendo stattfindet. Sollte hoffentlich passen. Und ja, da habe ich eben sämtliche Predictions rausgehauen. Luigi's Mansion, Animal Crossing. Leute auf Twitter gehen ab und sagen, wenn Animal Crossing heute nicht weiter gezeigt wird, dann ist eine Apokalypse am Start. Also. Aber ich denke schon, dass es gezeigt wird. Es sollte 2019 kommen und wir haben jetzt Juni, also im Normalfall ja. Was noch? Ja, Mario Odyssey 2 eventuell, könnte ich mir vorstellen. Was habe ich noch? Metroid Prime Trilogy. Was so spontan, fallen mir jetzt keine Sachen ein. Mario Kart Tour auf jeden Fall. Das wird definitiv gezeigt. Bisschen was von Mario Maker kann ich mir auch vorstellen. Smash Bros. Weiter DLCs könnte auch dabei sein, aber man weiß es nicht. So, eine halbe Minute noch, Leute. Ich bin derbe aufgeregt und ich hoffe, ihr feiert das. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, die Direct geht 40 Minuten. Das heißt, da wird man ordentlich was zu zeigen haben. Obwohl, ich glaube, sie wären so 15 Minuten bei irgendeinem Hauptspiel, zum Beispiel im Animal Crossing, dran bleiben und das wäre dann schon ein bisschen zack. Ich werde es vielleicht ein bisschen was essen, aber auf jeden Fall was trinken. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen und go. 1 Sekunde noch. Oh mein Die Gott. 18. G18. Okay, da auf Standard. Ich hoffe, das läuft so alles mit dem Stream, weil mein Internet ist nicht gerade das geilste hier, ne? Wenn aber schauen. Cooler D60 FPS sollte passen. Oh Mann, ich bin hyped. Mit was fangen Sie an? Smash Bros. Sie fangen instant mit Smash an, okay. Dann wird das der nächste DLC sein, ne? Marv ist das, oder? Und Link natürlich. Ich glaube, das ist Marv. Ich kenne mich da leider nicht aus. Ja, wie heißt der noch schnell? Dark. Ah, ich weiß. Ich kenne den Namen, fällt mir nicht ein. Der ist auf jeden Fall auch schon dabei. Geile Szene auf jeden Fall schon mal. Also, animieren kann Nintendo auf jeden Fall, ne? Sollten vielleicht mal einen Animationsfilm raus. Und wer ist das? Das ist nicht Banjo, ne? Weil viele hätten sich ja Banjo gewünscht als DLC Java. Das ist nicht Banjo. Aber wer? Der Hero, Trosnir. Ja, okay, ich kenne den jetzt nicht. Ist der. Der wird aus dem Zelda-Universum sein, nehme ich mal an, oder? Oder? Na, ich weiß es leider nicht. Ich hätte jetzt gesagt, wenn dann Skyward Sword, weil der schaut mir stark danach aus. Aber ich weiß es nicht, tut mir leid, ich weiß es nicht. Kann auch irgendwas anderes sein. Auf jeden Fall ein Schwertkämpfer, mit dem kann ich am besten kämpfen. Aber gut, schauen wir mal, aus welchem Frame-Scheiß der ist. Aber das hat wehgetan, ne? Leider auch keine Facecam, weil, ja, kann ich mir nicht leisten, aber dafür spreche ich ja oft. Aber was ist das? Die haben alle so eine dunkle Aura um sich. Story-Mode-Erweiterung oder wie? Okay, es sind drei. Anscheinend solche Unterskins, nehme ich mal an, ne? Vier? Jetzt raff ich momentan gar nichts. Mann, ich kenne mich gar nicht aus. Aber hey, das hat die. Okay, es ist auf jeden Fall neu Char. Ja, war auch klar, aber. Das ist jetzt auch eine Story-Erweiterung, weil man hat den Drachen aus dem Story-Modus gezeigt. Das würde mich echt interessieren.
Aus welchem Franchise seid ihr? Ah, das wird nicht gesagt. Übrigens ist Donner draußen. Dragon Quest 11, okay. Okay, gut. Ist Donald eben draußen, aber ich glaube, das hört man sowieso nicht, also ist schon egal. Der kommt im Sommer, okay. Also schon bald. Wahrscheinlich nach der Direct. Obwohl, dann hätten sie es jetzt schon gesagt, ne? Dann hätten sie es jetzt schon gesagt. Ah, okay. Dann vielleicht auch erst später. Du bist der Lichtbringer. Erhält das Licht, der dieses Welt. Irgendwas. Sag mal. Kommt jetzt noch ein Dragon Quest Game. Jetzt sind wir immer noch bei Dragon Quest, ne? So blöd bin ich jetzt auch wieder nicht. Ne, ne, passt schon. Also werden da einfach nur die Charaktere. Ne, das ist. Ich kenne mich da jetzt nicht so unbedingt aus. Welches Dragon Quest da gerade aktuell ist oder so. Ich bin nicht in der Sparte drin, ne? Definitive Edition. Achso, okay. Da kommt anscheinend eine Definitive Edition. Auf der Nintendo Switch. Also ist es ein Port für die Switch oder wie? Darf ich das verstehen? Okay. Hallo, Koizumi. Ich kennt ihn ja, ne? さて、次の映像をご覧いただく前にご紹介したい人がいるんですが。パウサ、いや、der neue Präsident of America, ne? Ja, war auch klar. Da Reggie leider zurückgetreten ist wegen Familie und gesundheitlichen Gründen. Wait a minute. Ja, das ist er. Das ist so geil, dass der auch Bowser heißt. Das machen sie auch schon geil. Es ist verwirrt, ne? No, no. This way. Sayonara. Maybe next time. Okay, das haben sie geil gemacht. Sind sie verbannt? Ja, okay, passt schon. Hi, everyone. I'm Doug Bowser from Nintendo of America, and I'm thrilled to join you for today's Nintendo Direct. This is our chance to show the world we have games for every type of player on Nintendo Switch. Whether you love action, RPGs, or you're just looking for something new, we've got you covered. さて、次はルイージマンション3の続報ですね。こちらをご覧ください。やだ、ほいぼく。やまんすすまーねでしょ。Da hat man auch noch relativ wenig gesehen. Hallo? Mario. Peach Sachen, die auch immer auch machen. Luigi's invited to a gorgeous hotel with Mario, Peach and the others. Oh, lucky him. Okay, ich kann mir vorstellen, was passiert. Luigi's Mansion 3. Diese Stimme. For not long after Luigi arrives, things take a dark turn. We begin our tour by taking in some sights and sounds. You may never leave. You want to leave. The other guests certainly don't plan to move on. They're ghosts after all, and they're rather aggressive. Ich kann mir vorstellen, dass die halt zu viert oder wie viel die auch sind. Mario, Luigi. Ich spreche jetzt dazwischen, weil es gibt eh Untertitel. Mario, Luigi, Peach und Toad und Toadette oder so. Gehen da in diese. In das Hotel rein. Neuer Schreck weg. Neue Funktion schleudern, okay. Ich habe leider die ersten zwei Teile auch nicht gespielt, das heißt, ich kann da auch jetzt nicht so viel sagen, aber das erscheint mir wirklich neu. Saugschuss. Worauf hinaus wollte ist, ich glaube, dass Mario, Peach und Co. da verschwinden auf mysteriöse Art und Luigi muss jetzt alle befreien oder so. Das kann ich mir vorstellen. Schön, dass es neue Funktionen gibt. Druckstampf. Ja. Drei neue Funktionen bis jetzt.
Ah, we simply can't overlook the latest invention from Professor Egad, namely Gooigi. Was? Change between Luigi. Luigi to use both their skills. Gooigi can do everything from slipping through metal fences to walking on spikes. Indeed, das ist geil. It's too great for Luigi to handle on his own. And if you pass a Joy-Con controller to a friend, he makes for a great co-op partner. But proceed with caution. Luigi and water definitely don't mix. Okay, das macht Bock. Hier wart. Spooky? Sure. Yet it also houses up to 8 players for local or online co-op gameplay. Was? Online? Multiplayer? Nee, oder? Darf ich jetzt verschauen? Nee. Man kann Online-Multiplayer, oder? Oder? War ich wieder gerade verhört? Ja, verschiedene Kulissen. Es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ja, ich glaube, meine Vermutung war Story betrifft. Und war. Ich weiß nicht, ob es vorher schon safe war, dass 2019 kommt. Aber jetzt auf jeden Fall. Ich denke mal. So, Oktober rum. And we can look forward to seeing some of the new gameplay elements that await in this strange hotel as we dive deeper into this title on Nintendo Treehouse live at E3. Treehouse werden wir übrigens nicht streamen, sondern nur die Direct. Some you've never seen before, right from the show floor, including live gameplay of Super Mario Maker 2. Okay. And on day 3, our Treehouse staff will get their hands on some promising indie games that are new to Nintendo Switch. While you watch today's Nintendo Direct, keep an eye out for this icon. To learn what other games will appear on Nintendo Treehouse live at E3 2019. You won't want to miss it. Or this. Have a look. So, that's Animal Crossing. Netflix. Ogre slept too long. Far too long. Ist das jetzt? What the fuck? Was ist das? Ist das? Okay, das ist so ein... Das ist so ein Strategiespiel, ähnlich wie Mario und Rabbids, ne? Denke ich mal. So ungefähr sein wird. So, ja, für Kuren kommt so weird rüber. Dark Crystal. Okay. Sah auf jeden Fall cool aus. Ja, Link's Awakening. Angespült an einer fremden Insel, sucht ein Schiffs... Ja. Irgendwie müssen sie die 40 Minuten Erfolg knacken. Kann ich nicht lesen, so. Aber er könnte ja pausieren. Doch zuerst muss er erwachen. Ich bin wieder 100 Jahre geschlafen, oder was? Also was ich dazu sage, zu der Grafik, finde es eigentlich relativ cool. So, weißt du, die Grafik nur vielleicht ein bisschen zu glitschig, so, also ein bisschen zu weich, wenn man das so sagen kann. Zu rund, wenn man das so sagen kann. Und Link sieht irgendwie schon ein bisschen hässlich aus. Ich habe Link's Awakening nicht gezockt. Werde aber schauen, ob wir das spielen, ne? Let's play. Twilight Princess habe ich abgebrochen. Aus Gründen. Deshalb muss ich schauen, ob ich mich an dieses Spiel daran wage. Eigentlich mag ich ja Zelda, aber müssen wir schauen. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Und auch 2019, ne?
Normal schon. Was haben wir hier? Wird ein bisschen was gezeigt. Das ist ein Dungeon Maker. Das ist ein Dungeon Maker? Okay. Bin ich an sich cool, aber. Wie darf ich das? Er hat doch seine Räume selber erstellt, oder? Beziehungsweise selber angeordnet. Muss ich nicht verstehen, oder? 20. September kommt er schon, Leute. Das ist schon bald. Juli, August, September, Leute. Geht ab. Square Enix. Square Enix. Okay, was bieten die? Ja, ich freue mich auf Link's Awakening. Wie gesagt, kaufen werde ich es mir, ob ich es jetzt playen werde. Müssen wir schauen, müssen wir schauen. So, ich trinke mal währenddessen was. Sag mir nämlich gar nichts. Okay. Sieht auf jeden Fall geil aus. Rise of Man. Ja? Das hat auch ganz cool ausgeschaut. Okay, frühen 2020. Sehr viel wird auf Treehouse Events gezeigt, okay. Werde ich ja wahrscheinlich nicht schauen, ne? Wegen Zeitgründen. Ah, da kam früher auch schon Mana-Teile raus. Okay. Ja, ich bin da nicht so drin. Es gibt eine Collection. Im Laufe des Tages im eShop erhältlich, Leute. Weil das juckt. Werde ich mal reinschauen. Was haben wir hier? The Witcher. Ja, The Witcher. Die Frage ist, wie das grafisch auf dem Tablet ausschauen wird, oder generell auf der Switch, ne? Complete Edition. Ja, auf jeden Fall auch was Geiles. Aber wie gesagt, grafisch weiß man ja dann nicht, wie das aussehen wird. Let's all agree to meet back at the monastery exactly 5 years from today. Like a class reunion? You will come, won't you? Das ist. We fought here as classmates. As big class reunions go, this one's gotta be the worst in history. What should we do, teach? Kill every last one of them! Fire Emblem. Na ja, gut. Still, we have no choice but to eliminate. Für mich persönlich schon Fire Emblem, Final Fantasy und so alles komplett gleich aus. Deshalb will ich dann nicht immer gleich sagen, weil ich die Angst habe, dass es nachher sowieso falsch ist. Aber gut, Fire Emblem. Bin ich auch nicht drin. Sollte ich vielleicht mal anschauen. Vor allem im Free Houses wurde aber glaube ich schon mal angekündigt, oder? Ich kann mich da an was erinnern, muss ich sagen. 26. Juli, moin. Und natürlich wieder Treehouse. Doch klar. Nintendo Switch war Telebi ni tsunaide asobu no wa mochiron. Doko e demo mochi dashite asoberu gamegi desu. Sonna Switch o tsukatte tatoeba konna basho de konna fuu ni Biohazard o asonde mitemo omoshiroi. Nein, jetzt hauen sie raus, ne? Aber welchen Teil?
Ja, das ist nicht Resident Evil 7. Rest kenne ich leider nicht. Ich kenne natürlich die Reihe. Ja, grafisch schaut das jetzt. Warte mal. Achso, das war doch nicht mal Resident Evil Footage. Ich habe mich schon gefragt, wieso das grafisch so gut ausschaut. Ne, ne. Das erste? So. Das können sie gut, ne? Solche Trailer zu zeigen. Der erste Teil? Ich dachte, er ist schon gekommen, oder? Resident Evil Zero. 1 und. Da war das was anderes. Weiß nicht. Der Basilisk. Ja, okay, das haben sie geil gemacht, muss man sagen. Da hat Nintendo einen draufgelegt. Resident Evil 5. Resident Evil 6, what the fuck? Was? Sind ja 5 Spiele in einem. Ah, die Switch vergessen. Natürlich wichtig. LOL. Bob, Skin raus, ich will ja Resident Evil 7 haben. Alles klar. Endlich Mario Maker Footage. Ich will den Odyssey Style haben. Nee, Odyssey of the Juni. Ja. Okay, CGI irgendwas. As you can see, things got all funky real quick. There's probably some planet eating type dude waiting for me up ahead. All yoked and powerful and trying to take over the world or something. Lol. Ein Star Wars Fake. Hat jetzt nicht schlecht ausgeschaut, aber nicht irgendwie, aber eher nichts für mich, ne? Erhältlich. Was war statt der Touchscreen? Was heißt Touchsteuerung oder so? Finde ich gut. Jetzt optional ist natürlich. Das ist ein N64-Bot? Ne, für N64 wäre es zu. Das ist glaube ich so ein Port von einem sehr, sehr alten Spiel. Schaut euch mal die Sprites an. Wie verschwommen die sind. Battle Aliens. Kill everything. Save the world. You got the God, the Guns, stand da wahrscheinlich. Contra. 26. September. Und ein lokaler Multiplayer. Und online. Okay. Ja, also da gab es schon früher mehrere Dialoge. Wie ich gedacht habe.
Eine Collection. 10 Spiele in einem, okay. Ja moin. Gib mir jetzt was Hortes. Gib mir Spectrobes. Ja, Spectrobes geben. Das wäre, wenn Spectrobes da angekündigt werden würde. Das wäre. Ich wüsste nicht, wie ich mich da revanchieren und bedanken soll. Ich würde mich so hart freuen, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei unter 1%. Aber gut, schauen wir uns das mal an. Die Grafik kommt mir irgendwo bekannt vor. Aber ich weiß jetzt nicht, was das sein könnte. Ja, sieht jetzt aber auch nichts aus, nicht danach aus, was ich zocken würde, muss ich sagen. Das ist schon wieder zu viel Action für mich. Damn X Machina. 13. September. Was kommt noch alles im September? Kann man sich nicht alles leisten. Was jetzt? Okay. Vogel tötet Vögel. Das ist ja mal sehr sozial, muss ich sagen. Es sieht zwar grafisch relativ geil aus, ne? Aber gameplay-technisch hat mich das jetzt gar nicht überzeugt. Aber naja, vielleicht wird mir noch heiß drauf. Takashi. Natürlich. Hätten wir das Pokémon? Ist der bei der Pokémon Company? Weiß nicht. Jetzt haben wir ein bisschen was von Pokémon erfahren, okay. Gab ja vor kurzem den Pokémon Direct. Aber jetzt wird noch ein bisschen mehr revealen. Dynamaxing! Ja, 15.11. ist klar. Achso, ja. Was? コントローラーとしては使用できませんが、お気に入りのポケモンを連れ出して一緒に時間を過ごすとちょっと良いことがあるそうですよ。 Da ist dann das Pokémon mit von dem Spiel, nimmt den Pokéball mit und dann levelt es, währenddessen man irgendwo hingeht oder was. Boah, Demo-Version! Ab wann ist sie verfügbar? Habe ich jetzt nicht gelesen. Nessa. Oder wird das noch gesagt? Wenn wir instant zocken, wenn eine Demo da ist. Ah, okay. Im Anschluss nach dieser Präsentation. Nee, da kommt Treehouse. Wann kommt die Demo? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wann ist die Demo? Hat das jemand gehört? Hat er nichts mit Pokémon zu tun? Der nimmt jetzt andere Sachen auch noch, nicht nur Pokémon. Ich schaue by the way gerade momentan nach, ob es das ob es Pokémon schon im eShop gibt. Oder eben vielleicht nach der Präsentation, habe ich jetzt glaube ich nicht ganz zugegeben. So, was ist das jetzt? Ein Virusspiel oder was? Blood, sweat, years of research. We finally made it. The ultimate counter-chimeric weapon. By neurologically syncing captured chimeras with human
Atlas control and made powerful allies. I'm referring, of course, to the Legions. I'll give you some parting advice. Your power, it's not the blessing you think it is. When a Legionis and a Legion are perfectly synchronized, it's like they're two parts of one body. No use! The override really... Also noch ist die Demo nicht draußen. Wahrscheinlich nach der Präsentation, oder? Müssen wir schauen. Was ist das denn jetzt? Ich bin jetzt schon müde. Ich werde jetzt wahrscheinlich 10 Minuten noch in dem Crossing zeigen, ne? Und dann ist die Direct auch schon wieder um. Mann, ich will Mario Odyssey! A Style in Mario Maker haben. Okay, jetzt kommt Animal Crossing. Gib mir. Die Fans warten darauf. Und seit Jahren. Nee. Das nicht. Gar kein Plan, aber die Musik ist geil. Ein Poker, oder? Eine Art Pokerspiel. Ja. Oder so allgemein Western. Irgendwie. Joa, ist ein bisschen mehr als nur Pokern. Siehst du, ich gehe in eine Bar und schieße alle Totspiele oder was? Empire of Sin. Ah, weiß nicht. Death by our hands is not an honor. Marvel. Warte, war nicht schon was bestätigt, dass von Marvel es kommt oder so? Da war es irgendwas habe ich damit im Kopf. Weiß es nicht. Whatever's happening, we can beat it. Keep fighting. Ja. Sieht auf jeden Fall geil aus, vor allem mit dem Totenkopf. Aber jetzt auch nichts, was ich mir holen würde. Muss ich sagen. Das ist wieder so nur Gegnergemetzel, wie ich das hier entnehmen kann, oder? Black Order. Ja, war das nicht schon bekannt? Oder ist es jetzt ein Erweiterungspass? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich will mich hier nicht blamieren. Ah, jetzt kommt das, ne? Ich weiß, wie das Spiel heißt. Oder ist es? Ja? Doch! Es ist dieses Crossover zwischen den Indie-Spielen und The Legend of Zelda. Hat man auch schon in einer Direct gesehen. In einer Nindies Direct. Erwähnenswert. Seitdem erwarten alle Fans nur noch mehr ab den Arm des 13. Seitdem erwarten viele. Es ist soweit. Es ist wahr, Leute! Oh mein Gott, ich kann ja gar nicht sagen. Viele erwarten immer nur ganz harte Spiele bei Nindie Directs, ne? Diesen November, Leute! Die Sommerspiele! Mario und Sonic! Hoffentlich besser als der View-Ableger. Aber bis jetzt. Bitte gib mir einen geilen Story-Mode, Alter! Ich will einen richtig geilen Story-Mode online spielen. Ja. Okay.
Natürlich nur für Switch, ist klar. Gibt mir einen Story-Modus. Das Spiel wird so gezockt, Leute, ich sag's euch. Ja, Fußball spiele ich sowieso die ganze Zeit, ne? Tokio 2020. Ja! Bock habe ich, aber noch kein Story-Modus. Ah, schade. Ja, Animal Crossing. Eindeutig. Ja, Animal Crossing! Leute! Der Hate kann aufhören. Die Welt ist wieder safe. Oh. Das ist jetzt auf Deutsch diesmal. Alle anderen Texte waren ja auf Englisch, ne? Ja, jetzt kann der Hate aufhören, Leute. Ich hab zwar persönlich auch noch nie in Animal Crossing gezockt, aber vielleicht schaue ich mir das an. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, muss ich sagen. Ja, am Fluss. Zelten. Ja. Schön geil. Geil wäre es jetzt, wenn sie einen Release im Oktober ankündigen würden. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das kommt schön zum Weihnachtsgeschäft, ne Nintendo? Das lasst ihr euch doch nicht entgehen. New Horizons. Was? Sie haut's erst nächstes Jahr raus? Okay, jetzt ist der Hate wieder zurück. Jetzt ist der Hate wieder da. Ist es nicht Anfang Animal Crossing 2019? Ganz safe. Es hieß, dass dieses Spiel 2019 kommt. Jetzt wurde es verschoben auf März 2020. Ja, er sagt es selber. Ja, okay, immerhin. Das ist immer die beste Ausrede, ne, um ein Spiel zu verschieben. Wird jetzt zwar ein bisschen Hate geben, aber gut. Ich will noch was zu Mario Maker sehen. Mario Maker. Spyro, okay. Es kommen noch kleinere Ableger, die auch kommen. Spyro kommt endlich auch. Für Switch finde ich geil, werde ich wahrscheinlich auch zocken. War nur für PlayStation und für Xbox rausgekommen, denn Switch braucht immer länger. Jetzt noch ein paar kleine Sachen. Minecraft Dungeons, ja, das wurde auch schon irgendwo angekündigt. Weiß doch nicht genau wo, vielleicht bei Microsoft E3 kann ich mir vorstellen. Sonst weiß ich nicht. My Friend Pedro. Mein Freund der Pedro. Doom, okay. Ja, Doom war ja auch schon bekannt, ne, dass es kommt. The Sinking City. Wolfenstein. Dead by Daylight. Ja, das ist die Grafik auch beschränkt, sieht man auch hier, ne? Und sie ist viel schon instant, weil sie wissen, die Grafik ist scheiße. Nintendo. Final Fantasy, Dragon Quest Builders 2. Netflix. Da ist der Netflix. Just Dance 2020, das brauche ich auf jeden Fall. Katan, das will ich mir holen. Das will ich mir jetzt ohne Scheiß holen. Was war das? 20. Juni oder Juli? Super Lucky Stale kommt im Herbst.
Leute, jetzt haben wir Let's Play für den PC. Geiles Spiel, lohnt sich auf jeden Fall. Tauntless, okay. Ja, sie hauen schon ein bisschen raus, muss ich sagen. Mario Maker 2. Mann, ich will immer noch mehr sehen. Zeigen wir noch mehr? Nein, sie zeigen nichts mehr. Sie zeigen nichts mehr. Kommt da was zu Smash oder was? Wenn sie jetzt ein neues Donkey Kong ankündigen. Ich stirb. Aber das hat irgendwas mit Smash zu tun. Wird doch kein neues Donkey Kong an. Es ist Banjo! Alter, zweimal den Joke machen, das ist halt schon echt lächerlich, ne? Den haben sie damals bei King K. Rool auch schon gemacht. Oh mein Gott, das ist Banjo. Banjo Kazooie. Oh mein Gott. Aber das Nintendo den Joke zweimal macht, ist halt schon arg laune. Okay, damit haben sie jetzt nochmal die Welt erobert. Das muss ich sagen. Damit haben sie nochmal die Welt erobert. Ja. Was ich mich frage, was ist mit den Charas, die am Anfang gezeigt wurden? Ich will vergessen, aus welchen Frame-Scheiß die sind. Mal hätten die neue Donkey Kong angekündigt. Ich wäre so vom Hocker gefallen. Natürlich nicht. Ne? Was macht ein Retro-Studio eigentlich die ganze Zeit jetzt? Arbeiten schon seit 2014 nur ein Spiel und da kommt immer noch nichts raus. Los bei euch. Ja, okay. Da haben sie noch mal rausgehauen, Leute. Jetzt noch eine Banjo-Kazooie vor ein paar Banjo-Kazooie-Sports einkündigen und dann ist man safe im Leben. Der kommt im Herbst, okay. Das ist der dritte DLC, oder? Denke ich mal. あのシルエットは明らかにダックハントではなかったでしたよね。 今後の追加コンテンツに関してもどうぞご期待ください。任天堂スイッチでは本日ご覧いただいたもの以外にも新しいゲームの開発を進めています。皆さんにご紹介できる日を楽しみにしています。と言いましたが、お別れする前にちょっとだけ。Komm, jetzt hau raus! Hau raus, Bro! 本日はご視聴いただきありがとうございました。 Jetzt hauen sie nochmal raus. Was ist das? Das ist Zelda, oder? Nee, das kann nicht sein. Sieht aus wie Breath of the Wild. Es ist Breath of the Wild. Zeigen die denn jetzt bitte? Das ist die Vorgeschichte. Was hauen die denn jetzt bitte raus? Als ob die da noch ein DLC raushauen. Jumoil? Was ist das? Der Nachfolger der Legend. Der zweite Teil in Entwicklung. Leute, es ist confirmed. Es gibt einen zweiten Teil von Breath of the Wild. Oh mein Gott, Leute, ich glaube. Ich glaube, Nintendo hat heute wieder einmal die Welt erobert.
Wir haben ordentlich rausgehauen, muss ich sagen. Also, was man da gesehen hat, schon Props geben. Die haben richtig viele Titel angekündigt. Auf viele auch drauf eingegangen. Gut, Animal Crossing. Da wäre jetzt bei Assault Design, dass erst 2020 kommt, aber immerhin mehr Zeit für die Entwicklung, wird es geiler, okay. Kann man sich ja auch freuen, oder? Ansonsten, was kann man noch sagen? Hier, Breath of the Wild natürlich momentan mein absolutes Highlight neben Luigi's Mansion 3, was auch richtig reingeballert hat. Ansonsten was haben wir hier noch gehabt. Da wird's mit Bowser war ganz natürlich Link's Awakening hat gefreut. Zwei Zeldas in einer Direct, ne? Oder im Prinzip drei, ne? Mit diesem Indie Crossover. Ja moin, also Nintendo hat ja auf jeden Fall rausgehauen, muss ich sagen. Das kann man nicht anders sagen. Ja, gut. Also ich glaube, ich habe meine Eindrücke relativ gut vermitteln können. Und ja, ein bisschen Pokémon hat man gezeigt. Die Demo, die wird dementsprechend auch gleich draußen sein, nehme ich an. Und hier einmal Banjo wurde angekündigt. Ich glaube, das hat auf jeden Fall ordentlich Hype gesorgt. Ne? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Was war euer Highlight der Nintendo E3 Direct dieses Jahres? Schreibt es in die Kommentare. Und was hättet ihr gerne gesehen? Ah, jetzt geht's mit dem Treehouse weiter. Da könnt ihr gerne reinschauen. Das läuft jetzt, glaube ich, noch 3 Tage oder so. Sprich heute am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auch oder so, wie ich das mitbekommen habe. Und ja. Da bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Leute, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns. Nächsten Video wieder. Wie gesagt, schreibt eure Highlights und in die Kommentare und was hättet ihr noch gerne gesehen? Bleibt dran bei dem Kanal. Abonnieren ist kostenlos, lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen uns bis dahin und ciao.